So, hallo und herzlich willkommen vorm Wald mit Mikrofon, Puschel, also nicht wundern, weil es geht hier teilweise dann so brisenartig Wind. Und jetzt möchte ich mal testen, wie gut denn mein Mikrofon, Puschel da entsprechend eben dabei hilft, zu verhindern, dass ich dann Windgeräusche im Video habe. Mikrofon noch neu, bitte etwas Geduld, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das alles so gut hinkriege mit dem Teil, aber irgendwie verstehen werdet ihr mich sicherlich. Irgendwie muss ich ja neue Technik dann mal ausprobieren. Ich habe keine Lust, das Video extra zweimal zu drehen. Dementsprechend müssen wir da jetzt alle durch. So, folgendes. Ich bin hier vorm Wald, ne? Denn ich bin unterwegs auf dem ehemaligen sogenannten Wildnispfad Baden-Baden. Warum ehemalig? Naja, der gehört jetzt nicht mehr streng genommen Baden-Baden, sondern, also rein streng genommen gehört er immer noch zu Baden-Baden, aber ist jetzt Teil vom Nationalpark Nordschwarzwald und wird entsprechend auch vom Nationalpark Nordschwarzwald verwaltet und ist auch vor, na, ich glaube, einem Jahr oder was renoviert worden. Ich war hier zuletzt, boah, das ist schon eine ganze Weile her, zum zwecks Frau beeindrucken, also nicht die aktuelle Frau, sondern die Vorvorgängerin, ist also wirklich eine Weile her, jedenfalls seitdem nicht mehr hier gewesen, und da haben sie jetzt halt eben einiges renoviert. Das war damals eine Idee nach Lothar. Ne? Lothar ist inzwischen bekannt, dass dieser große Sturm, der Ende 99 hier große Schäden angerichtet hat. Und danach hat man beschlossen, man könnte doch da eigentlich in diesem recht naturnahen Waldstück so einen Pfad anlegen, der da über Stock und Stein geht und relativ anspruchsvoll zu gehen ist und auch hier und da mal das Übersteigen von irgendwelchen Stämmen benötigt und so weiter. Ne? Ja, so, jetzt ist das allerdings Lothar ja schon ein Weilchen her, so um die 18 Jährchen, so irgendwas um den Dreh. Und in 18 Jahren ist jetzt schon einiges verrottet, was da bisher so im Weg rumlag. Und der chaotische Zustand, den der Wald da mal hatte, und hat er ja absichtlich nicht viel aufgeräumt, sollte inzwischen auch schon relativ nachgelassen haben. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da gewisse Umbau- und Renovierungsarbeiten notwendig gewesen sind. Ja, und wie das jetzt heute aussieht, das möchte ich mir eben entsprechend mal angucken. Bin gespannt. Nebendran ist noch der sogenannte Luchspfad. Das ist so ein, ja, für Kinder ganz schön gemacht, Erlebnisfädelchen mit gewisser Thematik zum Luchs, den es hier ja nicht gibt. Der mal ursprünglich, soweit ich weiß, gedacht war, um halt eben dafür zu sorgen, dass der Luchs politisch mehr akzeptiert wird, um die Möglichkeit zu schaffen, dass es ihn dann vielleicht doch mal irgendwann hier geben könnte. Das war, glaube ich, so der Hintergedanke. Ja, und wie gesagt, da gehen wir jetzt mal hin, da gehen wir uns jetzt mal umgucken. Und ich versuche jetzt mal, das ist auch eine Premiere mit meiner neuen Kamera, die jetzt schon relativ schwer wird am Arm, insbesondere wenn man sie ganz ausstreckt, das so ein bisschen im Vlog-Stil ein wenig zu begleiten, was ich da so finde. Und an einzelnen Stellen, da gibt es so Stationen mit besonderem Inhalt, da werde ich da natürlich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Wobei ich mich natürlich nicht auf die offiziellen Stationen beschränke, sondern auch selber Stationen entwerfe, wenn ich meine, was Interessantes gefunden zu haben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mitkommen. Und wenn nicht, dann müsst ihr spätestens jetzt ausschalten. Ja, und da sind wir angekommen am eben sogenannten Wildnispfad. Hier schon so die ersten Anzeichen von Wildnis. Handelt sich um einen relativ naturnahen Buchen-Tannenwald, also Tannenbuchenwald eher, der gehört ja auch hin. Demzufolge finde ich schon mal sehr schön, dass wir hier eben die naturnahe Bestockung haben. Wir haben ja nebendran, ein paar Kilometer weiter, auch, am Wilden See, ne? Den Bannwald Wilden See, der schon deutlich älter ist und deutlich urwaldigere Prozesse in Anführungszeichen im Wald aufweist. Allerdings muss man sagen, hat er die falsche Baumartenzusammensetzung. Da steht nämlich fast nur Fichte rum, während der Urwald, der Wildnispfad hier immerhin die richtige Baumartenzusammensetzung aufweist, ist aber noch längst nicht so lange aus der forstlichen Nutzung raus. Man hat hier auch nicht mehr viel gemacht. Also bevor der Sturm kam, nachdem der Sturm kam, hat man gar nichts mehr gemacht, aber nichtsdestotrotz, ah ja, hier das erste Hindernis,
ist das hier noch weit davon entfernt, ein unbewirtschafteter Wald zu sein. Also man findet hier noch überall Spuren der Bewirtschaftung. Dazu gehört natürlich auch dieser nicht so schöne Abschnitt hier mit den zwar Tannen, aber halt nicht auf so schöne Art und Weise Tannen. Wobei es natürlich trotzdem noch ganz in Ordnung ist. So, und dann steige ich da mal rüber. So, ich bin auch noch am Experimentieren, wie weit ich denn meinen Deppenzepter eigentlich ausfahren muss, um zu vermeiden, dass ich groß Wackelkamera kriege. Das ist ja auch noch alles neu. Also es ist kameratechnisch alles ein wenig experimentativ in diesem Video. Ja, also hier kann man dann schon sehen, gewisse Strukturen, die an Wildnis erinnern, sind schon gegeben. Ne? So ein schöner Stamm, der hier vor sich hin vermodert und entsprechend vermoost ist. Und auch hier so alte Baumwurzeln von den umgestürzten Stämmen. Da hinten modert es auch vor sich hin. Das kann man hier alles finden. Es ist schon sehr schön gemacht. Beziehungsweise, was heißt schön gemacht? Schön liegen gelassen. Und die haben den Weg ja entsprechend gelegt, dass er an sowas vorbeiführt. Auch wenn es alles inzwischen schon nicht mehr so viel da ist und zum Teil schon sehr vermodert ist. Aber gerade in einem wenig bewirtschafteten Wald kann ein toter Stamm theoretisch sehr lange liegen bleiben. Und das kann man hier ja auch ganz gut erkennen, dass wahrscheinlich wirklich alles noch von Lothar mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Und die sind noch da, ne? Und das ist eben 18, 19 Jahre irgendwie sowas. Bin zu faul zum Rechnen. Ist das dann her, ne? Hier mal eine Besonderheit, ne? Also das ist ein umgestürzter Baum. Baumwurfteller, ne? So, das Interessante ist jetzt allerdings, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schon auf, der schon viele Fichtenteller gesehen hat. Fichtenteller sind am Ende vom Stamm ein großes Rad. Jetzt ist das hier auch so ein bisschen ein großes Rad, aber komischerweise sind die Wurzeln doch schräg nach unten gerichtet, ne? Es ist kein quasi so senkrecht hochstehendes Rad, sondern es sieht schon ein bisschen so aus, als wären die Wurzeln tiefer im Boden gewesen. Und genau das ist der Fall, weil das hier ist nämlich mal nicht der typische Fichtenwurfteller, sondern tatsächlich ist das ein Tannenwurzelstock, die umgefallen ist. Und da hängt jetzt nur noch da unten Erde, aber man kann auch einfach sehen, schlicht und ergreifend an den ganzen Wurzeln, die hier nach unten reichen, dass es sich hier eben nicht um eine Fichte gehandelt hat, weil die Durchwurzelung ist doch erheblich besser. Ne? Ich habe euch ja schon in verschiedenen Videos mal Fichtenwurzelstöcke gezeigt. Das Ding ist auf jeden Fall nicht noch vom Sturm umgefallen, sondern irgendwie ein bisschen später. Das liegt hier jetzt schon zwar auch eine Weile, aber noch nicht 18 Jahre, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie dem auch sei, Wurzeln gehen wirklich in die Tiefe. Ne? Guckt euch zum Beispiel mal diese Dinger hier an. Ne? Die sind jetzt nicht besonders groß, aber wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, zum Stamm, und uns dann die Gesamtlänge der Wurzeln, weil das hier auch schon ursprünglich sicherlich irgendwann mal noch im Boden gesteckt hat, mit Sicherheit. Wenn wir uns da alles komplett den ganzen Stock anschauen, dann kommen wir schon auf eine mächtige Durchwurzelung und ein ordentliches Wurzelwerk, was hier auf jeden Fall gegeben gewesen ist. Und das ist halt eben bei Fichte nicht so, sondern die Tanne hat eine Herzwurzel, also sprich eine ganz intensive, klumpenförmige, wenn man das so formulieren möchte, Durchwurzelung des Bodens, was ganz, ganz gut ist, deutlich stabiler als die Durchwurzelung der Fichte. Aber der Baum war alt, der Baum war sehr hoch, der Baum war vor allen Dingen viel höher als die Umgebung, viel dicker als alles jetzt, was hier drumherum steht, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, und hatte halt damit quasi eine prädestinierte Position als der größte von vielen, der aus der Masse herausragt, um halt besonders viel Wind abzubekommen. Und ich vermute, dass das der Fall war, weshalb der jetzt nun umgefallen ist, obwohl er eine für Tanne typische gute Durchwurzelung aufgewiesen hat. Beeindruckend. Ich muss jetzt gestehen, ich kann mich gerade nicht erinnern, wo ich schon mal so einen schönen, Tannenwurzelballen freiliegend gesehen habe. Beeindruckend. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Hat sich schon gelohnt, herzukommen.
Ja, dann kurzer Hinweis für alle Nicht-Schwarzwälder. Das hier sieht aus wie der übliche Fichtenwald, ne? Wie die übliche Fichtenmonokultur. Kennt man. Gibt's überall in Deutschland. Jetzt so gesehen nichts Besonderes. Tatsache ist nur, es ist eben nicht eine reine Fichtenmonokultur, sondern da steht auch wirklich jede Menge Tanne drin. Ja, es ist ein bisschen ein Mischmasch hier. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen Tanne zwischendurch. Ne, erkennt man an den schönen, an den schönen entsprechend gescheitelten Nadeln, ist jetzt ein Unterscheidungsmerkmal. Und hier gleich direkt nebendran haben wir Fichte, schön zu erkennen an den radial um den Zweig, mehr oder weniger in alle Richtungen abstehenden Nadeln. Ne? So, wie gesagt, mehr oder weniger. Mit dem Fokussieren ist ein bisschen schwierig, wenn man die Kamera nebenher noch bewegt, aber ich glaube, man kann es doch einigermaßen erkennen. Wie gesagt, ich bin da noch am Üben. Worauf ich hinaus möchte, weshalb ich das erzähle mit Tanne und Fichte, ist vor allen Dingen, dass eine Tannenmonokultur mehr oder weniger genauso aussieht wie eine Fichtenmonokultur beziehungsweise eine Doppelmonokultur aus Tanne und Fichte, Tannenfichtenmischbestand, auch erstmal vom Waldbild her, wenn man unten drin steht, auch so aussieht wie eben entsprechend nur eine Fichtenmonokultur. Ne? Also das ist halt einfach so, solche Nadelwälder sehen halt so aus, wenn man unten drin steht, und Tanne und Fichte sind in der Wuchsform her ja sehr ähnlich auch. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Ich habe vergessen, das Mikrofon umzudrehen. Das muss ich jetzt auch neuerdings machen. Ich jetzt mal das Mikro in meine Richtung drehen, wenn ich die Kamera umdrehe. Ach ja, alles neu. Ja, das hier sind jetzt so typische Strukturen, die man hier eben entsprechend antreffen kann. Schon schön hier. Und hier muss man auch drüber steigen, über diesen liegenden Stamm hier, ne? Vorzugsweise da. Ja, und jetzt komme ich entsprechend hierher. Übrigens, das ist die Wegkennzeichnung, da dieser lustige Specht, der markiert den Wildnispfad. Und man kommt dann jetzt hier lang und dann hat man hier sogar so lustige Treppchen, Leiterchen, die man da runtersteigen kann in die Schlucht, um dann die Schlucht hinabzusteigen. Schon cool gemacht. Das war früher auch schon. Das ist also noch alt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man die Leitern irgendwann mal ausgetauscht hat. Das wird wahrscheinlich so sein. Okay, ich nehme jetzt mal vor, nicht alles zu filmen, aber hier diese Passage durch die Schlucht, das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist schon wirklich gut gemacht. Jetzt frage ich mich allerdings ganz ehrlich, die Buche, die hier liegt, die hier relativ frisch drin liegt, ist die umgefallen oder ist die umgefallen worden? Weil die passt hier so gut ins Bild. Man mag fast nicht glauben, dass das ein Zufall ist, aber doch, scheint mir wirklich so. Also ich kann da keinen Sägeschnitt erkennen. Und da hinten sieht man im Geäst einen Stammfuß. Naja, jetzt gehen wir aber mal davon aus, das wäre Zufall und nicht, dass die hier extra Bäumchen auf den Weg schmeißen, damit es möglichst beschaulich aussieht. Das wäre ja schon ein bisschen dreist. Nein, bestimmt nicht. Der Ben denkt schon wieder Böses von der Menschheit. Böser Ben. So, trotz Hitzewelle ist es hier vergleichsweise kühl am Wildnispfad, weil A, ist es ja noch ein relativ junger, relativ dichter Wald. Man beachte, da geht der Weg lang, da muss ich dann auch entsprechend gleich durch. Ist schon cool gemacht, einfach mit den vielen Stämmen, die über dem Weg liegen. Man könnte meinen, die haben den Wegverlauf extra so geplant, und das ist auch so, dass man über möglichst viele Stämme entsprechend drüber kraxeln muss. Und es geht hier auch Stock und Stein durch Stock und Stein und immer rauf und wieder runter und mit engen Kurven und so weiter. Das Ziel des Weges ist es also keinesfalls in irgendeiner Form irgendwo hinzukommen, sondern besteht halt im Wesentlichen darin, dass man hier wirklich einfach den Weg als solchen erleben kann. Ne? Er ist, glaube ich, 4,5 Kilometer lang und man sagt, so maximal 2 Stunden braucht man auf dem Teil. Natürlich kann man, wenn man gut zu Fuß ist, da auch deutlich schneller durchsausen, aber ja,
je nachdem, wie man dabei hat, zieht sich schon ein bisschen. Außerdem gibt es ja zwischendrin noch so ein paar Punkte, wo man ein bisschen den Wald erleben kann. Ich bin jetzt noch zu keinem gekommen, außer die, die ich selber für mich entdeckt habe. Aber doch, das lohnt sich schon auf jeden Fall, entsprechend Zeit mitzubringen. Es wird gutes Schuhwerk empfohlen, körperliche Fitness wird empfohlen. Ich würde sagen, ja gut, Oma und Rollator tauglich ist der Weg tatsächlich nicht. Alle anderen sollten einigermaßen durchkommen. Ganz interessant ist auch so ein bisschen der Hype um den Wildnispfad, als der neu war. Da haben dann alle möglichen Leute zu irgendwelchen Teambuilding-Maßnahmen, also ne, verschiedene Teams, seien es Börsenmakler, Investmentbanker oder Kindergärtnerinnen bzw. Erzieherinnen, haben hier dann entsprechende Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern das noch stattfindet. Ich bin momentan aber völlig alleine hier. Okay, es ist ein Mittwoch. Morgens auch noch, aber nichtsdestotrotz so gänzlich alleine. Also man könnte ja schon meinen, dass das so als eine der Attraktionen vom Nationalpark ein ganz kleines bisschen mehr Zulauf findet. Wobei, gut, im Harz war auch nicht so viel los, je nachdem, wo wir uns da gerade eben entsprechend umgetrieben haben. Ne? Also auf dem Brockengipfel war dann schon viel los, aber als wir angekommen sind, waren wir die allerersten und auf dem großen Touri-Parkplatz standen zwei Autos oder was, wo Platz ist für circa 2000 oder was weiß ich. Naja, trotzdem, ich habe das Ding hier wirklich überlaufen in Erinnerung und so früh ist es jetzt auch nicht mehr. Naja, vielleicht wirklich ein Phänomen, dass nur am Wochenende hier entsprechend was los ist. Also wie gesagt, 2 Stunden, 2,5 kann man sicherlich auch rechnen. Das ist so grob die Veranschlagung, die man hier so einigermaßen an Zeit benötigt. Nur, dass ihr das wisst. Zu finden ist das Ding am Plättig. Den Plättig kennt der Google. Und da gibt es große Parkplätze verschiedener Art. Und der Weg zum Pfad ist dann ausgeschildert, wenn man den schönen großen Schildern folgen mag. Ne? Sieht schon schön hier aus, gell? Also mir gefällt's nach wie vor, genau wie früher. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass nach der Renovierung, die hier ja stattgefunden haben soll, das Ding irgendwie nicht mehr ganz das ist, was ich von früher gewöhnt bin. Aber bisher muss ich sagen, alles bestens, alles tippitoppi, alles so, wie sich das gehört, mit jede Menge schönen Eyecatchern, die man entlang des Weges immer mal wieder finden kann, auch wenn da mal zwischendrin eine vergleichsweise langweilige Passage kommt. Es macht Spaß, es macht wirklich Spaß, hier rumzulaufen. So, hier habe ich jetzt den ersten Kritikpunkt gefunden, seit sie hier renoviert haben. Ich stehe hier im sogenannten ehemaligen, wohlgemerkt, Buchendom. Sinn und Zweck des Ganzen war, dass es hier Bänke gab, so richtig schöne, bequeme Liegebänke, bei denen man sich hier unter die Buchen und die eine Tanne, die hier mittendrin steht, hat legen können in dieser relativ offenen Fläche eben mit entsprechend hohen Bäumen. Wir schauen mal nach oben. Und man sollte so ein bisschen dem Rauschen der Blätter im Wind lauschen und so ein bisschen meditativ in Anführungszeichen. Es gab hier um irgendwelche dieser Buchen, da kommt es auch noch und sie haben es woanders hin verlegt, gab es auch so Gerüste, wo man den Baum umarmen konnte bzw. sich anlehnen konnte am Baum. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Scheint tatsächlich zu fehlen inzwischen. Ich meine auch da hinten hätte es so ein paar Bänke gegeben. Aber gut, vielleicht kommen die ja auch noch. Dann frage ich mich allerdings, sollten die weg sein? Ich gehe mal weiter und gucke, ob ich sie noch finde. Sollten die weg sein, frage ich mich aber sehr, warum man das entfernt hat. Weil das fand ich eigentlich wirklich eine rundum gelungene Sache. Gerade insbesondere diesen sogenannten Buchenturm fand ich sehr schön. Warum man das dann nicht erneuert hat, das ist mir ein Rätsel. Sieht aber wirklich so aus, als wäre das nicht mehr da. Hier wieder Material zum Drübersteigen. Da nochmal Material zum Drübersteigen. Ja,
Nee, das war's. Also das da eben war der ehemalige Buchendom, den es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gibt. Pfui, pfui. Pfui, pfui. Ja, der ist weg. Was es gibt, was wirklich renoviert wurde, ist... Sekunde, gleich sehen wir es. Spannungsbogen aufbauen. Tada, dieses Ding hier, ne? Da muss ich sagen, das ist jetzt bentauglicher geworden. Das war früher so eine Art Hängebrücke, in Anführungszeichen. Ziemlich wackelige Angelegenheit. Und jetzt gibt es da einen, ja, muss man fast schon sagen, barrierefreien Weg hoch. Natürlich ist das nicht wirklich barrierefrei. Hier etwas Barrierefreies hinzubauen, würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen. Aber das Gute ist, dadurch, dass er jetzt dieser Weg hochführt, traue ich mich da jetzt auch hoch. Ich war da oben nämlich noch nie. Ich habe mich da nie hochgetraut, weil mir das zu, ja, höhenangstbedingt wackelig gewesen ist. Schön auf die Kamera gucken. Ah, so, jetzt hat. Gut, ja, hier gibt es so eine Rundumbank. Was das soll, weiß ich nicht, weil es gibt ja keine Aussicht. Das ist auch irgendwie seltsam. Das ist der sogenannte Adlerhorst. Man soll hier keine Schnitzereien und Beschädigungen anbringen. Aber nee, also muss ich sagen, das Konzept kapiere ich nicht. Es gibt doch überhaupt keine Aussicht. Gut, zugegeben, bin ich jetzt hoch genug, um da noch ein bisschen drüber zu gucken. Und man würde auch nichts sehen, weil hier inzwischen wieder alles zu sehr zugewachsen ist. Das Konzept beim alten Adlerhorst war so, dass man da wirklich eine Aussicht hatte, weil durch den Sturm der Wald so offen war, dass man ein bisschen weit gucken konnte. Und das ist jetzt inzwischen schon wieder alles zugewachsen. Demzufolge, ja, aber dass man so gar kein Aussichtsfenster hier integriert hat, sowas sollte doch auch eigentlich immer für Kinder sein. Und Kinder können hier halt eben mit Sicherheit nicht drüber gucken. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man muss sich auf die Fußbank draufstellen, dann kann man auch drüber gucken. Ich weiß nicht. Dann ist es wieder pädagogisch nicht sinnvoll, weil man seinem Kind ja nicht unbedingt beibringen möchte, dass es sich auf Fußbänke, also auf Sitzbänke stellen soll. So rum. Ne? Es ist ja keine Fußbank, vermute ich. Oder ist es doch eine Fußbank? Nee, dann wäre die Kante da hinten nicht so abgerundet, dass man da möglichst bequem sitzen kann. Ich verstehe es nicht ganz. Also da muss ich jetzt echt kritisch hinterfragen. Cool ist der Baum, der mittendrin ist. Ist eine Tanne. Das ist cool, das gefällt mir gut. Auch die Aussicht sonst von hier oben ist halt durchaus interessant. Wenn man denn eine Aussicht hätte, was soll das? Ich verstehe das nicht. Nein, ich verstehe das einfach nicht. Es ist ja gut gemacht, schön ausgeführt und alles. Und ich bin auch froh, dass ich mich jetzt hier hochtrauen darf. Aber, was meint ihr dazu? Habt ihr da eine Meinung? Hier gibt es jetzt erste Trockenstress-Syndrome, ne? Was man zum Beispiel bei dieser Buche hier ganz gut erkennen kann, da müssen wir ein wenig ranzoomen. Dann gehen wir noch ein bisschen hoch in die Krone. Merkt ihr was? Da hat es nur so vereinzelte Blättchen dran, in Anführungszeichen. Also das sieht jetzt nicht aus wie so eine richtig schöne, dichte Buchenkrone, wie man sie gewöhnt ist. Insbesondere so ein Zweig hier. Ne? Das ist tatsächlich so, dass da bereits trockenstressbedingt erstes Laub abgeworfen wird. Kann man hier ganz gut sehen. Kann man, wenn man da noch weiter in die Krone geht, auch ganz gut sehen. Und da sieht man hier jetzt in der Bildmitte auch so kahle Zweige. Das sind die äußersten Zweige. Da sitzen die jüngsten Blätter dran. Normalerweise, dass da so kahle Zweige vorhanden sind, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass bei dieser Buche hier ein erheblicher Laubverlust stattgefunden hat. Und das sind wahrscheinlich wirklich die ersten dramatischeren, in Anführungszeichen, Reaktionen auf den Trockenstress, auf die Trockenheit. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, außer dass diese Ästchen, diese vertrockneten, diese dürren Ästchen da quasi tot sind. Also da ist das komplette Ästchen abgestorben. Die Buche wird im nächsten Jahr also nochmal neu an der Triebspitze austreiben müssen und neue Äste bilden, weil die da hängen, die wachsen nicht weiter. Die sind im Eimer, da sind auch die Knospen vertrocknet. Da hat man quasi so eine Notabschaltung durchgeführt und das ist auch bei der Buche da hinten der Fall. Es gibt auch Buchen,
die Seen bis auf wirklich die alleroberste Krone, wo halt die Transpiration am größten ist, wo es auch Sinn macht, entsprechend was abzuwerfen, sehen die noch relativ gut aus. Insbesondere unten die Schattenblätter, wenn man hier so in die mittlere Etage des Waldes guckt, das sieht wirklich noch ganz gut aus. Liegt halt einfach auch daran, dass die Buche eine typische Schattbaumart ist und auch mit den Blättern im Schattenbereich des Waldes ganz gut zurechtkommt und auch da noch eine ordentliche Photosyntheserate hinlegen kann. Aber oben gibt es jetzt schon langsam Schäden. Das ist noch nicht schlimm. Das stecken die Buchen noch gut weg. Also da wird jetzt kein älterer Baum dran sterben. Aber ja, langsam wird's Zeit, dass es regnet. Langsam wird's echt Zeit. Tatsächlich werde ich das relativ häufig gefragt in letzter Zeit, wie lange geht's denn noch, bis der Wald wirklich ordentlich Schaden nimmt? Wann brauchen wir denn spätestens Regen? Ach, schwer zu sagen. Also die Mortalität ist bisher wahrscheinlich noch nicht in den meisten Regionen Deutschlands noch nicht großartig erhöht. Sprich, also die Sterberate der Bäume, dass da wirklich nennenswert viele ältere Bäume vor allen Dingen wegsterben. In der Verjüngung, ne, also bei den jungen Bäumchen, die unten drunter stehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Mortalität dieses Jahr ein bisschen höher ausfallen wird, dass also mehr von den jungen Bäumchen sterben und sich da wirklich nur die allerstärksten mit der besten Wurzelentwicklung vor allen Dingen durchsetzen. Das ist auch eine Anpassung. Survival of the fittest, ne? In diesem Fall wird sich bei der aktuellen Baumgeneration, die ja immer mehr unter diesen Dürren im Sommer leidet, das kommt ja häufiger vor jetzt vergleichsweise, also ein 10-jähriger Baum hat jetzt schon ein paar relativ heftig trockene Sommer erlebt, mindestens 2, 3, so ungefähr. 2015 war auch nochmal ein sehr, sehr, sehr hartes Jahr für den Wald. 2012 war auch noch vergleichsweise warm, also auch nicht ganz einfach. Wie dem auch sei, jedenfalls die nächste Baumgeneration, die passt sich ja entsprechend an. Es überlebt eben von den jungen Bäumchen, die unten stehen, diejenigen mit der guten Wurzelentwicklung. Nicht unbedingt diejenigen mit dem schnellsten Höhenwachstum, auch nicht diejenigen mit der größten Laubbiomasse, was normalerweise immer alles gut ist und immer ein Vorteil, sondern in diesem Fall jetzt wirklich, weil die in solchen Jahren eher eingehen, schon allein weil sie größer sind, weil sie mehr Laubbiomasse haben, weil sie demzufolge mehr Wasser verbrauchen. Wer also auf superschnelles Wachstum gesetzt hat und nicht erst eine große Wurzel ausgebildet hat, der zieht bei der aktuellen Situation echt den kürzeren. Und da dann nur diejenigen überleben, die eine gut ausgebildete Wurzel haben, wird die nächste Waldgeneration besser in Trockenheit angepasst sein, als es bei der aktuellen Waldgeneration vielleicht der Fall ist. Vielleicht, so genau kann man das natürlich nicht immer sagen. Aber gut, zurück zu der Frage, wie lange hält denn der Wald noch durch, bis hier alles zusammenbricht? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich hatte es ja schon erklärt in meinem längeren Video zum Thema Trockenheit. Beim Laubbaum ist es nicht so schlimm. Schlimmstenfalls leiten sie einen frühen Herbst ein, werfen ihr Laub frühzeitig ab, machen halt Herbst Ende August. Herbst, Anfang August, Mitte August, wir werden es sehen. Anfang August, gut, das ist ja jetzt, heute ist der erste, wo ich das drehe. Wir werden es sehen. Für den Laubbaum nicht so dramatisch, der kann nächstes Jahr wieder austreiben. Und wenn nächstes Jahr ein gutes Jahr ist fürs Baumwachstum, dann ist alles in Ordnung. Wenn nächstes Jahr aber auch ein schlechtes Jahr ist, dann haben wir wirklich mit massiven Waldsterben tatsächlich dann auch Probleme. Mit ziemlicher Sicherheit, dass dann die Mortalität doch deutlich hochgeht und der ein oder andere, auch ältere Baum, dann das Zeitliche segnen wird. Ich sage mal 2 Wochen. Wenn es in 2 Wochen nicht regnet, wird es unangenehm für den Wald. Dann wird es wirklich unangenehm. Kommt natürlich immer noch darauf an, wo. Es gibt auch schon Wälder deutschlandweit, in denen ist der Schaden schon angerichtet. In denen sind weitere 2 Wochen Trockenheit dann langsam ziemlich katastrophal. Das gibt es auch, selbstverständlich. Insbesondere natürlich da, wo auch die große Waldbrandgefahr herrscht und wo man im Wetterbericht immer so schön sehen kann, auf diversen Dürrekarten, wo die Dürre am größten ist. An solchen Orten leidet natürlich auch der Wald am meisten, ist klar. Bei uns ist ja noch vergleichsweise harmlos hier im Nordschwarzwald. Mal gucken, mehr als abwarten können wir nicht. Tja, also Tatsache ist, der ist vielleicht jetzt künstlerisch wertvoller, der Adlerhorst.
außenrum auch überall diese ja, Stöcke in Anführungszeichen angebracht, damit das wirklich wie ein Adlerhorst aussieht. Ja, sicherlich künstlerisch sehr wertvoll. Für mich ist gut, dass die Hängebrücke weg ist. Ich glaube, für alle anderen wäre die Hängebrücke lustiger gewesen als dieser ja, vergleichsweise langweilige Steg. Bisher kann ich keine Verbesserung durch die Renovierung des Wildnispfades feststellen. Eher nur, ja, man wollte Geld sparen und hat Attraktionen weggelassen.